Hallo und herzlich willkommen zurück hier im wunderschönen Falkenstein. Und immer noch mit neuen Headset bzw. Mikrofon. Und ja, jetzt hat er mal auf zu klackern. Wir haben hier eine Reihe von Öfen aufgestellt, der Defin und ich. Denn wir waren gestern am Sonntag im Livestream. Und da haben wir eine Reise gemacht, eine weite Reise. Hier oben lang, hier, bis hier. Bis zur Riesen... Schlucht mit Mine. Sind dann umgedreht und hier wieder nach Hause über Nordneugedungen, über Flussufer. Hier dann weiter, hier und dann hier durch und ja. Jetzt sind wir wieder im wunderschönen Falkenstein und wir haben ein neues Gebäude. Nein, natürlich nicht. Aber ich werde jetzt den Toni Lehmann, den werde ich hier mal verarbeiten. Und ich glaube, es müsste eigentlich auch was bringen mit Glück, oder nicht? Und ja, der eine oder andere sagt jetzt, du hattest doch Folge 347, da wo der Server nicht ging. Zwar hochgeladen, aber kein Titel und sowas, ja. Kein Problem, hole ich heute nach. Versprochen. Versprochen ist versprochen und wird stets gebrochen. Ach nee, das war was anderes. Das war ja mit Glas so, ne? Ja, was gibt's sonst noch Neues? Ja, der Livestream ging gestern unerwartet. Eigentlich hätte ich es mir denken können. Ging der von ungefähr 9 bis... Lass mich lügen, kurz vor 12. Ja. Ja, ansonsten, was gibt's noch? Livestream haben wir angesprochen. Opa Zeron ist wieder da. Ist ja eine ganz brandaktuelle Nachricht. Bin mal gespannt, was da los war oder ist, weshalb er so rapide einfach verschwunden ist. Oder ob die Kultisten, die vielleicht doch noch existieren, ihn geschnappt haben. Wer weiß das schon. So. Ja, unsere heutige Aufgabe wird auf jeden Fall sein, wir haben heute Montag, ne? Also gerade weil Montag ist, machen wir heute einen ganz chilligen. Wir machen es ganz ruhig und gemächlich. Wir schmeißen hier überall das Zeug rein. Zack, zack, zack. Ich hoffe nur, dass das Klackern der Tastatur so nicht zu laut ist. Ich habe nämlich das Mikrofon jetzt auf der anderen Seite stehen, weil ich habe ja ein, wie nennt man das hier, so ein Schwenkarm für einen Tisch, den man am Tisch dran machen kann. Ah, ich kann ja hier mal... Das ist halt der Rahmen gewesen. Und der Tisch ist halt so positioniert, dass rechts neben meinem Tisch direkt der Tisch von meiner Freundin ist und dadurch kann ich dort nichts anbringen. Das heißt, ich muss das links anbringen und muss jetzt auch jedes Mal, wenn ich meinen Kaffee hole, den hier, der heute eigentlich recht gut geworden ist, muss ich halt immer dran vorbeigreifen. Das ist ein bisschen, ja, Gewöhnungssache, sag ich mal. Aber sonst ist es eigentlich ganz gut bis jetzt. Und ich denke auch, vom Ton her sollte es langsam so sein, dass die Einstellungen super sind. Und, ja. Was gibt's sonst noch Neues? Ach ja, ich musste meinen kompletten Rechner neu aufsetzen, da er am... witziger oder ironischerweise, am 1. Mai hat der Rechner absolute Macken gehabt und hat sich gedacht, nö, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Ah, ich gedacht, naja, da ich ja von Windows 7 auf Windows 10 direkt umgestiegen bin, habe ich gedacht, naja, jetzt sage ich mal das System komplett neu machen und dann ist da Ruhe vielleicht im Karton oder so. Aber, ja, was ich vergessen habe, waren meine privaten Daten nochmal mit einem Backup zu sichern. Das heißt, ein Großteil meiner privaten Daten ist verteilt auf vielen DVDs, weil ich immer mal hin und wieder immer mal so ein paar Sachen gespeichert habe. Und ein anderer großer Teil ist halt verschollen in den ewigen Datengründen. Was mich ein bisschen ärgert. Das heißt, Freunde, solltet ihr mal wirklich vorm euer System zu reinigen oder neu zu machen, sichert auf jeden Fall eure Daten aus eigenen Teilen, also aus eurem Benutzernamen, ne? Und ja.
Oder legt euch notfalls ein Backup an, was so auf so einem externen Server ist oder auf einer Festplatte oder bei Dropbox oder was gibt's noch so? Microsoft OneDrive, OneDrive? Sowas alles. Naja. Okay. Jetzt aber genug erzählt. Wir warten jetzt währenddessen hier, wie das hier jetzt schön brennt. Dann kriegen wir dann auch ein paar Levels, ne? Levels. Ist ja ärgerlich. Ach ja, was ich vorstellen wollte. Hehe, jetzt geht's los. Also. Bam, bam, bam. Was? Handelszollposten, ach so. Stimmt, das ist noch das, wo ich Handelszollposten, zack, weg. Wo ich vom, wer war das? War das Grund, Ground, Grunt, Grunt, Grunt 124 war das, glaube ich. Ja. Der Gute hat nämlich, hat nämlich im Livestream gesagt, ja, wie wär's? Wegen Schifffahrt und so, wir haben uns darüber unterhalten, dass auch die Sprotte hier anlegen könnte und sollte und muss und so. Wie wär's, wenn hier nicht ein Handelsposten, so ein Zollposten, quasi alle Schiffe, die hier rüberfahren, quasi die ins 3M-Land sozusagen rein wollen, müssen dann eine Zoll bezahlen, die fahren dann hier auch durch, hier, Schipper, 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 ne? Oder die halt von dort kommen, müssen natürlich auch Zoll. Naja, wie auch immer, wie dem auch sei. Wir kommen ins Lager. Das Lager ist jetzt umgebaut. Ich habe mir gedacht, das ist so ein bisschen luftiger und ich finde gerade die Fensterscheiben oben am Dach, finde ich sehr genial. Hier unten, ihr wundert euch, okay, oder ihr fragt euch, okay, warum sind die Fackeln da oben? Ganz einfach, wenn man hier durchguckt, da blitzen sie durch. Da, seht ihr das? Genau da. Das sind Glowstones, das heißt, hier wird der Bereich erleuchtet. Und der ist immer hier hell, also ich kann es ja mal zeigen. Lichtlevel 13, 13, 12, 12. Ja, gut, hier vorne auch immer, ist klar, weil da die Fackel ist. Hier auch immer hier, alles schön hell. Das heißt, selbst wenn es mal dunkel sein sollte, kann ich hier drin stehen, ohne dass mich einer anfällt. Und ja, ne, das sind halt die Lagertruhen, immer 5 Stück übereinander. Vorher waren es ja immer nur 3 übereinander und 2 nebeneinander, also 3 oder 4, 1, 2, ne, waren nur 3. War nicht so effektiv. Jetzt gibt es das Ganze natürlich auch effektiv. Und hier fehlen noch Kisten, verdammt, 10 Kisten. 1, 2, 3, ne, 20 Kisten. Und natürlich jede Menge von diesen Rahmen. Und das ist unsere heutige Aufgabe. Wir werden uns heute eigentlich einfach nur Kuhleder beschaffen. Und Kuhleder. Denn, wie man hier schon sieht, die Ressourcen gehen langsam dem Ende entgegen. Und das geht ja gar nicht. Ist hier Kuhleder? Nein. Hier Kuhleder? Nein. Aber hier ist ein Buch und Feder. Kuhleder? Nein. Nö. 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 Wird es dunkel? Haben wir ein Bett dabei? Haben wir. So, zack. Ach, ich könnte euch nach oben das zeigen, ne? Ja, ich zeige euch das nach oben fix. Tut mir leid, tut mir wirklich leid. Und ich höre, hallo! Hier in dem Raum schallt es ganz schön. Muss ich mal gucken, dass ich den Schall irgendwie wegkriege. So, hier oben, ach, Hallöchen, ne? Oh nee, ist zu teuer. Hier oben haben wir dann auch, ja, hier fehlt da hinten noch Holz. Haben wir hier überall Holzbalken. Und natürlich hier oben nur eine Etage mit den Kisten, ne? Aber ich finde das recht angenehm. Auch gerade, wenn man hier so rüber guckt. Finde ich, sieht das ziemlich cool aus mit dem unten und oben den Regalen. Wir legen uns mal einfach so hin, ne? Ja. Gute Nacht. Und ich trinke einen Schluck meines Kaffees. Ah. So. Ja, Geräusche, genau. Mikrofon, Geräusche, Einstellung. Ich bin natürlich jetzt angewiesen auf euer Feedback, was ihr sagt. Wenn ihr sagt, jo, warum habe ich hier eigentlich Erding gemacht? Wenn ihr sagt, jo, der Ton ist super, es gibt nichts daran zu verbessern, dann ist es okay. Allerdings bin ich sehr kritisch immer mit mir und dadurch, zum Beispiel dieser Hall, man hört das ja, ne? Das stört mich. Muss mal gucken, ich habe ja eigentlich schon recht viel an den Wänden dran, aber, oh, Mini-Ruckler. Aber... Du nicht, Freundchen. Aber, ja, es nervt halt, ne? Also mich persönlich nervt es. Aber vielleicht sagt er, ey, lass doch so, so ist das gut. Es muss nicht so studiomäßig professionell sein. Wäre natürlich cooler, ne?
Ja. Hallo, Eselchen. Und, ach Mensch, im Livestream habe ich was gemacht mit dem Delfin ausprobiert. Sieht man das vielleicht hier? Bist du das? Nein. Du? Du? Nee, sorry, wollte ich nicht. Der... Nee, du nicht. Sorry, Verzeihung, tut mir leid. Du, ne? Nee. Du? Auch nicht? Du? Da, da! Sonnenstern, sei gegrüßt an dieser Stelle. Unser erster namentlich erwähnter Bürger ist der Sonnenstern. Also in diesem Falle jetzt eine Die. Bist du sonst auch eine Die? Ich kann mir das nicht merken. Naja, okay. Also der, die... Naja, du weißt schon, dass ich dich meine. Ja, das haben wir auch abgehakt. Dann haben wir... Was können wir noch machen? Sprotte? Keine Sprotte zu sehen. Dann begeben wir uns natürlich direkt zur Farminsel. Wobei, ich kann nochmal nebenbei gucken, oben. Ihr wisst schon, ne? Hier oben im Kloster, ob die wieder fleißig am Handeln sind, beziehungsweise am Machen. Aber es sieht nicht danach aus. Nein. Warum stehst du da hinten? Du stehst auch ganz weit weg. Zu weit wohl, wa? Vielleicht? Vielleicht müssen wir hier doch noch mal ein bisschen umbauen. Läuft das bei dir hier? Bei dir läuft es, das ist schön, das freut mich. Okay. Also man sieht das auch hier, ne? Wir haben schon einiges. Läuft. Okay, wir gehen jetzt aber direkt weiter. Ja, das ist natürlich sehr effektiv hier, was du gemacht hast, Tomcat. Ganz klasse. Hält. Ja, hier eine Elektrik, die soll noch irgendwann mal funktionieren. Früher oder später. Aber dazu später mehr und nicht früher. Ja, die Mauer muss noch fertiggestellt werden hier. Gibt noch viel zu tun. Viel zu tun hier im Falkenstein. Mal gucken, ich werde wahrscheinlich heute nur eine Folge machen. Damit ich dann an den Toneinstellungen... Wobei, ich mache zwei wahrscheinlich. Ja, zwei, eine... Ja, jetzt ist ja schon fast vorbei, ne? Hühner! Hühner! Was ist hier los? Eieieiei. Was für eine Eierei. So, dann... Oh Gott, schau mal an, wie viele Eier wir haben. Zack, nimmt er schon überhand. Fast so wie in... Hundsgrab. Für euch, alles für euch. Bam, 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 Liebe, 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 alles Liebe, 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 Liebe. Jetzt habe ich keine Liebe mehr für euch. Aber wenn ihr möchtet, habe ich ein Schwert für euch. Möchtet ihr nicht? Schade. Geht mal beiseite, danke. Dein Todesurteil. Nein! Abhauen ist nicht. Ja, so, hier können wir ein bisschen ernten. Dann haben wir gleich wieder ein bisschen mehr Getreide. Denn der Bauernhof muss ja immer bestückt sein. Das geht ja sonst nicht, ne? Ganz schönes Gegackere bei den Hühnern, ne? Jetzt hier sehr ruhig. Es liegt aber auch am Lied. Auch. So. Okay. Zack. Und was schmeißen wir da rein? Das nehmen wir mit. Aber dann könnte ich gleich Wolle machen, ne? Wolle, Wolle, Wolle. Wolle, Wolle. Hier müssen wir auch nochmal weitermachen. Ups, das wollte ich so gar nicht. So wollte ich das, ne? Zack. Kommt Kühe. Alle Liebe, 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 Liebe. Cool, du hast es hier nicht leicht, ne? Hallo, er trampelt mich.
Wollt ihr keine Liebe machen? Doch, ihr wollt Liebe, ne? Du willst Liebe, du und 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 du. Aua, au, au, au. Aua, aua, hallo, lass mich. Aua, aua, aua. So, mehr Kühe kann ich nicht, ne? So viel Euter kann ich nicht vertragen. So, aber jetzt schnetzeln wir auch. Denn es ist Zeit zu sterben, Kühe. Wer will sterben? Du! Alle, die in die Schlachtgasse reinkommen, die sind natürlich des Todes geweiht, ist klar. Nee, du Kleine nicht, du auch nicht. Du aber. Und du. Und du. Und du. Und du auch. Du auch, du auch, weil ihr doof guckt. Du auch. Und du. Und du. Und du. Und du. Und du. Du auch. Oh, hallo. Ja, das tut mir jetzt wirklich schrecklich leid, ne? Hallo. Hi. So, du kannst da bleiben. Du bist dran. Und du bist dran. Und du bist dran. Ja, du auch. Und du auch. Und du auch. Und du auch. Und du auch. Du auch. Und du. Und du. So, mehr können wir jetzt echt nicht schlachten, weil... Naja, die drei noch, ne? So. Jetzt können sich hier die Kühe... Die haben eine Kuh. Die haben eine Kuh. Die haben eine Kuh. Und die haben eine Kuh. Und ich brauche was zu essen. Was zu futtern. Nebenbei trinke ich mal was. So. Komm, du noch. Alles klar, jetzt haben wir hier wieder ein bisschen ausgedüngt. Ausgedünnt, oder? Gedünnt? Gedünnt, gedünnt? Leer gemacht, so. Jo, fast zwei Stack. Das ist doch schon mal sehr gut. Die Sonne geht unter, aber hier mit Schafe und so können wir das noch machen. Das schaffen wir noch. Ja, Mähdrescher, Mähdrescher. Na, hallo, hallo. Hallo, 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 hallo. Oh, ihr seid alle so plüschig. Schön, da freue ich mich. Jetzt seid ihr aber fällig. Schnibbel die Schnapp, viel zu warm, der Frühling kommt raus, ihr braucht gar keine Wolle. Da braucht ihr gar nicht mähen. Zack, 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 ihr braucht ein größeres Gehege, hab ich recht? Ich baue euch demnächst eins. Ihr müsst mal hier irgendwie weg. Das geht so nicht. So kann ich nicht arbeiten. Vielleicht sollten wir den Bauernhof wirklich abreißen und hier nur Felder hinmachen. Beziehungsweise Gehege. Dass der Schäfer immer denn hierher gehen muss. Na, was haltet ihr davon? Ist das eine gute Idee oder eine schlechte? Auf jeden Fall wird es dunkel. Zack, 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 zack. Ah, Wolle bekommen, gleich absegeln. Zack, Wolle bekommen, Wolle bekommen, Wolle Petri. Wolle, 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 gib mir Wolle. Auch du musst deine Wolle geben. Und wir schlafen direkt hier im Schafsgehege und ich sage einfach mal... Bis morgen und auf Wiedersehen. Tschüss.